Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einer neuen Folge vom Twain Sim World 4. Heute befinden wir uns auf der linken Rheinstrecke, der Strecke vom wunderschönen Koblenz Hauptbahnhof ins schöne Mainz herunter. Und ja, wir stehen heute hier in Bingen als Dreifachtraktion. Diese fahren wir heute auf der RB und 26 runter in Richtung Mainz. Von der RB 26 gibt es ja mehrere Versionen. Eine, die von Köln aus über Bonn, Remagen und Koblenz runter nach Mainz fährt, und eine, die nur auf dem Streckenabschnitt zwischen Bingen und Mainz verkehrt und an Werkstagen auch weiter nach Koblenz runterfährt. Das heißt, ja, montags bis freitag fährt der Zug in der Hauptverkehrszeit auch weiter nach Koblenz und kommt auch aus Koblenz. Wir haben aber gerade noch 10 Uhr, deswegen stehen wir hier demnach auch noch in Bingen, weil wir keine Hauptverkehrszeit mehr haben. Ja, wir laufen einfach mal zu unserem Zug. Steigen noch nicht ein, laufen erstmal weiter. Und gucken uns unseren Zug komplett an. So, wir fahren zwei verschiedene 425 Modelle. Oh, das Signal ist ja schon gestellt. Wir fahren zwei verschiedene 425 Modelle. Einmal der ältere, der Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Ja. Und hier der hintere, der von der Strecke, wie hieß das, Bremen-Oldenburg. Den fahren wir mit einem Repaint, mit dem VRR Repaint. Darauf gehen wir aber noch nachher ein. Hier sehen wir, der Zug ist auch ein bisschen durchgewirbelt. Da hinten ist führend der Triebwagen mit der Toilette. Hier zum Beispiel nicht. Das heißt, wir haben unseren Zug auch ordentlich durchgeschüttet. Hier ist die Toilette wieder. Und hier ist das genau wie am Anfang da hinten. Für die Fanatiker der 425, falls es euch interessiert. Ja, wir sind hier an Bord des 425 135, haben Abfahrt um 10.27 Uhr. Demnach haben wir hier noch ein bisschen Standzeit. Deswegen lasse ich hier noch die Türe offen. Ja. Ja, was ich sagen wollte, ist, dass die RB 26 vor 2000, nee, das war auch ein bisschen früher. Ich glaube vor 2010 oder bis noch 2010, 2015 um den Dreh, in den Zeitraum, in der Spanne ist das passiert, fuhr die RB 26 noch als Mittelrheinbahn 26, also auch so gesehen im DB-Navigator gekennzeichnet als MRB und 26, aber da ist irgendwie wohl irgendwas verloren gegangen oder irgendwas futsch gegangen. Auf jeden Fall fährt die RB 26 seitdem nur noch als RB 26 und ja, benutzt aber weiterhin die Züge von Transregio, wo auch die Quert-Mittelrheinbahn steht. Aber ich glaube, das hat eher etwas damit zu tun, dass man die RB 26 ins RB-Netz oder ins Regionalverkehrsnetz in Köln anpassen wollte. Weil das war theoretisch die einzige Bahn, die nach Bonn fuhr, die da mit MRB irgendwie irgendwas stand. Ne? Ja. Auf jeden Fall fahren wir heute nach Mainz. Und wir kriegen sehr wahrscheinlich Überholungen. Ich muss nur mal, also weil ich theoretisch der eigene Fahrdienstleiter von mir bin, muss ich immer gucken oder gut vorhersehen, wann mal unser Zug, beziehungsweise wann mal hinter unserem Zug ein ICE ist. Wir lassen uns nämlich nur von ICE überholen. Und nämlich von denen werden wir uns auch als erstes überholen lassen. Ja. Weil sonst kriegt der Verspätung und das ist dann auch schlecht fürs
Ja, ihr wisst, was ich meine. Wie auch immer. Der wird hier sehr wahrscheinlich um 27 erst ankommen. Und um 27 haben wir Abfahrt. Ich habe überlegt, dass wir uns selber in Bingen Stadt rausziehen. Aber weil im Gegenkurs auch, also im Gegenverkehr auch irgendwas kommt, bin ich mir nicht sicher, ob das hier ganz passt. Da kommt nämlich ein Güterzug. Ja, wir können uns theoretisch noch. Ah ja, da kommt der Nebel. Genau, wenn man einmal aufs Streckennetz geht. Auf jeden Fall, da kommt der Güterzug. Wenn ich jetzt die Strecke hier rüber stelle, auf den Gleis werden wir uns ja wahrscheinlich überholen. Das glaube ich Gleis, lass mich nicht lügen, 3. Ja, wird der Güterzug erstmal vorgelassen und dann habe ich Verspätung. Und der IC auch. Demnach, ja, fahren wir hier einfach mal pünktlich ab, weil wir auch abweichend stehen. Statt 201 stehen wir auf 202. Machen wir auch einmal direkt die Durchsage für außen. Zurückbleiben bitte. Weil wir gerade Zwangsschließen gedrückt haben. So. Dann konzentrieren wir uns erstmal bei der Ausfahrt hier. Wir hatten hier gerade ein Signalbild von HP2 und VR1. Das heißt Langsamfahrt und freie Fahrt erwarten. Langsamfahrt kann auch begleitet werden mit einem ZS3. Ein ZS3 kann ich euch auch im Verlauf mal zeigen, wenn wir eins begegnen. Auf jeden Fall wird da demnach eine Kennziffer eingeblendet und ja, beispielsweise 40, das ist hart, beispielsweise 4 für die 40 und dann werden auch 40 gefahren. Ja, 4 ist jetzt eine doofe Zahl, weil es kein Z3 gibt. Oder, also, davon gehe ich auf jeden Fall aus, dass es kein Z3 gibt, was 40 anzeigt, weil Langsamfahrt an sich ist schon 40. So, dann fahren wir auch mal die 40 aus. Mein ganzer Zug ist noch nicht. Okay. So, wir haben Ankunftszeit in Bingen um 30. Demnach lassen wir uns in den Bahnhof reinrollen. Ah, das wäre so ein schönes Bild geworden. Naja, warte. Leute, ihr wisst ganz genau, dass ich ein Fanatiker bin von Bilder machen. Deswegen tut es mir leid, wenn wir hier öfters mal unterbrechen. Das ist einfach ein Muss. Schön in der Kurvenneigung. Sehr schön. Boah, das Bild ist wirklich schön. Ja, gerade weil wir auch gerade hier sind und das Bild schön steht, wenn ihr mal in den Hintergrund schaut, das ist ein HP2 für Langsamfahrt, also das obere Signal. Blenden wir mal das untere hier ab. Das obere zeigt HP2 für Langsamfahrt und das Signal an sich, Langsamfahrt, also dieses, genau dieses Signalbild, es besagt schon Vmax 40 km/h. So, das heißt, du kriegst kein ZS3 darüber, wo eine Kennziffer 4 ist für 40, weil das Signal an sich die Bedeutung schon von 40 km/h hat. So, dass ich das jetzt auch ein bisschen erklärt habe. Weil in Erklären bin ich nicht der Beste.
Nächster Halt, Bingen Stadt. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Da kommt uns ein wunderschöner Güterzug entgegen mit 110. Boah, diese Güterwagen haben so einen krassen Zaun. Das sage ich immer wieder. So, da müssen wir auch darauf achten, dass wir eine Dreifachtraktion fahren. Das heißt, wir haben ein bisschen Zeit, später einzubremsen. Hier sind wir jetzt mit einem Zugteil schon drin. Also ich schätze das, ne? Ich weiß ja ungefähr, wie lang mein Zug ist. Jetzt sind wir mit beiden Zugteilen drin. Ja, ich denke mal hier passt das. Und ja, 30 perfekt erreicht. Seht ihr, das sind so Situationen im Leben, wo wenn du selber Lokführer bist, das auch einschätzen kannst. Oh Gott, damn. Das war ja echt schlecht eingeschätzt. Nee, aber das war nicht das, worauf ich hinaus will, sondern das mit. Ich habe ja gesagt, wir haben hier Ankunftszeit um. Alter, hier kommt ja ordentlich viel entgegen. Grüß Gott. Ankunftszeit haben wir um 30 und wir hatten 28. Ich damals in erster Hinsicht hätte gesagt, Scheiße, wir müssen da um 30 wirklich stehen und abfahren. Nein, aber der Zug ist relativ schnell mit den 60 km/h. Man unterschätzt das nur. Und ja, wenn man Lokführer selber ist, wird man das in den Jahren lernen. Und was ich euch jetzt raten möchte, warum ich das auch anspreche, ihr müsst immer so ein gewisses Feingefühl haben. Das habe ich, wenn ich euch ehrlich bin, ich fahre jetzt ungefähr 5, 6 Jahre Bahn, also virtuell. Und ich konnte das erst nach so 3 Jahren einschätzen oder okay, nein, 3 Jahre ist jetzt ein bisschen hart. So nach 1 Jahr oder 2 Jahren. Und ja. So, dann beschleunigen wir mal. Wir halten dann gleich wieder in Bingen-Gaulzheim. Ja, ich habe keine Streckenkunde. Also ich sage euch ehrlich, die Strecke bin ich vor kurzem, was heißt vor kurzem, bin ich vor 2 Monaten gefahren. Und deswegen kenne ich die Strecke so an sich ein bisschen und weiß, wo die Bahnhöfe sich befinden könnten. Aber es ist auch lange her, lange, lange her, dass ich das gefahren bin, auf der Strecke. Weil ich habe auch heute gemerkt, bevor ich die Folge gedreht habe, dass mir die linke Rheinstrecke einfach gefehlt hat. Ich dachte mir so, hä? Habe ich die nicht heruntergeladen? Da kommt der Bahnhof auch schon. Habe ich mir die nicht heruntergeladen? Und dann gucke ich nochmal. Nee, tatsächlich, ich hatte die nicht heruntergeladen gehabt, weil ich glaube, auf dem Umstieg von Train Simulator 3 auf Train Simulator 4 habe ich einfach die Strecke vergessen herunterzuladen. Ja, so einfach ging's. Und geht es. So. Eins will ich noch sagen, weil das auch zwei verschiedene 425er sind. Der eine, also den ich jetzt auch hier fahre, weswegen ich ihn auch fahre, sage ich euch gleich alles. Auf jeden Fall, der hat eine stärkere Bremsleistung. Ihr müsst mal hier links auf dem Monitor schauen. Ich bremse mal mit 35, seht ihr? Seht ihr die Unterschiede? Und das finde ich halt das Geile. Und das auch der Grund, warum ich heute in Dreifachtraktion fahre, weil sonst an sich die RB26 verkehrt als Vollzug. Jetzt habe ich schon zu früh gebremst. Hier, wir haben hier 33 Ankunft und Abfahrt auch 33, also müssen wir uns ein bisschen sputen. Auf jeden Fall, das ist der Grund, warum ich diese Kombination gefahren bin, weil das einfach vom Fahrgefühl ultra geil ist, wie die Leute, die das gerne auch spielen wollen, macht das. Ihr müsst das selber mal testen, dann wisst ihr, was ich meine. So, ich glaube, wir halten hier am Mast. Ich muss kurz mogeln. Nein. Ich glaube, wir halten an der 2. So, jetzt habe ich schon 1 Minute reingefahren.
Das ist halt das Coole an der Strecke, muss ich sagen. Das ist ein Stop and Go. Theoretisch jetzt wieder die Türen schließen. Und ja, damals hatte ich immer so ein Gefühl, wenn man so 10 Sekunden oder 15 Sekunden am Bahnhof steht, das ist ultra kurz. Und in Realität stehen die Züge immer ultra lange an der Station. Nein, tatsächlich nicht. Ich habe das mal selber so ein bisschen getestet, sage ich jetzt mal. Bei mir auf der S-Bahn zum Beispiel, an einen größeren Halt. Also ich komme ja aus Nähe Köln. Und in Leverkusen Mitte war das zum Beispiel so, das ist ja ein bisschen größerer Bahnhof, dass die S-Bahn da ankam, ungefähr 20 Minuten für den Fahr 20 Sekunden für den Fahrgastwechsel gebraucht hat und dann auch schon wieder losgefahren ist. Und dann kam ein Halt, Leverkusen Schermpark, der ist so weniger besucht. Das hört man auch im Namen Schermpark. Das ist eigentlich nur zu HVZ-Zeiten, zu Morgenszeiten gut besucht. Auf jeden Fall. Die Bahn hielt da. Nach 10 Sekunden ist sie wieder losgefahren. Wenn ich euch sage, 10 Sekunden klingen ultra. Nein, 10, ja, falsch gesagt. Nach 15 Sekunden ist sie wieder losgefahren. 10 Sekunden hat die für den Fahrgastwechsel gebraucht. Das ist manchmal so irre. Man unterschätzt das so krass, was in 10 Sekunden alles passieren kann. Seitdem, jedes Mal, wenn ich die Bahn sehe, die steht schon am Bahnhof. Dann denke ich mir so, nein, ich laufe auf jeden Fall nicht. Weil manchmal geht das einfach so schnell. Aber manchmal, es gibt auch manche Momente, wo die Bahn dann wirklich eine Minute an einem Bahnhof steht. Jetzt abgesehen von der Standzeit bei Regionalzügen ist das ja generell so, dass die eine Minute Standzeit haben am Bahnhof. Aber bei der S-Bahn ist es zum Beispiel nicht. Aber es kann auch sein, dass eine S-Bahn eine Minute am Bahnsteig steht, ne? So, wir fahren jetzt mal hier ein bisschen die Geschwindigkeit 140 aus. Wir haben auch nur V-Max 140. Ich könnte die überschreiten, ja. Aber nee. Wir haben keine LZB, demnach halten wir uns hier an die Regeln. Da kommt uns ein IC entgegen. Also da bremsen wir mal ein. Nächster Halt. Bingen, Gautzheim. Es besteht Übergang zum Regionalverkehr. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Oh, wir sind super in der Bremsung. Dafür, dass ich nicht streckenkündig bin, ist das zu viel Lorbeeren selber. Sehr schön. Ach, das ist der Bahnhof. Schwierig. Ich glaube, ich halt einfach mal hier. Weil im hinteren Teil können die über das Gras laufen, aber hier halt nicht, ne? Ich habe voll vergessen, dass die Bahnhöfe hier viel zu klein sind für eine Dreifachdrechsel. Oh mein Gott, wie dumm. Theoretisch könnten wir jetzt einen Zug abkoppeln. Sollen wir einen Zug abkoppeln, Leute? Nein, ich glaube, wir koppeln in Ingelheim ab, weil da haben wir auch eine Überholung. Da machen wir schon mal die Türen zu. Es kommt an sich zu Dreifachtraktion. Es kommt an sich zum Einsatz von Dreifachtraktionen. Aber das auch nur auf dem Streckenabschnitt von Köln aus bis, lass mich nicht lügen, Remagen. In Remagen wird dann ein Zugteil geteilt, sehr wahrscheinlich der hinterste. Nein, nicht sehr wahrscheinlich, ich weiß, es ist der hinterste, der wird in Remagen gekürzt und dann fährt der halt in Doppeltraktion weiter. So. Dann geben wir mal Gas. Weil der Zug ist auch, guck mal, der RE ist, der RE sage ich, der IC ist direkt schon hinter uns.
Der nächste Bahnhof ist passend. Ich weiß ganz genau, der ist auch passend. Aber der hier ist nicht passend. Hier kommt nämlich ein Halt. Der ist gerade so für eine Doppeltraktion befahrbar. Aber ich glaube in Realität, dass der Halt auch umgebaut wurde. Dass man da jetzt mit Doppeltraktion super reinpasst, wenn nicht sogar mit Dreifachtraktion. Wir haben hier 60. Seht ihr das hier oben, das eingeblendete, wo die 2 km/h stehen? Da sind auch die 60 eingeblendet. Demnach ja, kombiniere ich das so, dass ich jetzt ein VR2 für das HB2 quittiert habe, was wir jetzt haben. Und ich kombiniere das mit der 6. Und demnach ist das dann Langsamfahrt 60. Ob das legitim ist und ob das so realitätsgetreu ist, ist schwierig zu sagen. Aber ich denke mir, ein Lokführer hat in, also ich denke mir das nicht, es gibt, also es ist wirklich so, ein Lokführer hat in Realität A, die Signalbilder, die der auf der Strecke selber bekommt, aber er hat auch einen eigenen Fahrplan. In den eigenen Fahrplan steht konkret, an welcher Stelle er wie viel fahren darf. Und demnach würde hier, glaube ich, im Fahrplan auch 60 stehen, weil das ja eine 60er Weiche ist. So, dann fahren wir jetzt hier auf dem HP0 rauf und lassen uns überholen. Ah, hier ist es auch echt knapp mit der Dreifachtraktion. Nee, ich denke mir einfach, dass der Halt gleich ausfallen wird, weil es macht keinen Sinn, jetzt zu entkoppeln. Dass der einzigste Halt, der zu kurz ist für unseren Zug. Wir haben hier 40 Ankunftszeit. Demnach mache ich jetzt auch mal eine Durchsage. Stellen uns erstmal unsere Strecke. Bis hier, weil hinter uns ist noch ein ICE. Sehr geehrte Fahrgäste, beachten Sie folgenden Hinweis. Aufgrund einer Überholung eines schneller fahrenden Zuges hat sich unsere Weiterfahrt jetzt um einige Minuten verzögert. Der Zug ist ja gerade eben an uns vorbeigesaust. Es dürfte also in wenigen Sekunden weitergehen. So, hoffentlich stellt uns der Fahrdienstleiter die Strecke. Nein, er stellt sie für den anderen ICE. Aber ich denke mal, der hatte jetzt Verspätung. Ja, da ist er auch schon. So, gut, ich dachte jetzt, wir müssen hier mehrere Minuten warten. Dann machen wir, geben das unseren Fahrgästen weiter. Sehr gute Fahrgäste, nochmal der Hinweis von mir. Uns erwartet noch eine Überholung. Die Weiterfahrt dürfte aber nach dieser Überholung weitergehen. Ich bitte um Entschuldigung. Leute, seid mal ehrlich, 2 Überholungen noch einmal. So, dann kann ich theoretisch. Ne, ich stelle das gleich um, wenn wir auf der Strecke sind, weil wenn ich das jetzt umstelle,
wird eine andere Strecke gestellt. Demnach werden wir sehr wahrscheinlich, falls hinter uns noch einer sein sollte, überholt. Nö. Sieht erstmal clean aus. Ja, dann gucken wir mal raus. Ja, haben wir auch das Signalbild bekommen. Wieder die VR2-Ankündigung, also der Wiederholer. Ja, Ola Born ist zu kurz, demnach fahren wir da vorbei. Jetzt haben wir 4 Minuten eingesackt. Aber durch den Halt im Fall dürften wir die wieder ausfahren, die 4 Minuten. Ich versuche mein Bestes. Wir haben jetzt zwar 60, aber ich schalte mal die 40 und bleib in der Restrektiven, falls wir einen VR2 kriegen. Für Halt erwarten. Aber nein, es sieht nach einem VR1 aus. Freie Fahrt, das heißt, ich befreie mich jetzt. Gut. Ja, das ist immer das Geile, wenn man die Strecke lange nicht mehr gespielt hat. Das macht dann auch irgendwo irgendwie noch Spaß. Und ja, wir befinden uns wieder im, wie heißt der Modus ja nochmal? Im Sandbox-Modus. Diesmal auf der linken Rennstrecke. Ist mein erstes Mal gewesen, dass ich das. Aha. Hinter uns ist noch ein Zug. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber von denen überholen wir uns jetzt nicht. Ich denke mal, dass es der RE ist. Ich muss gucken. Heidesheim. Ich guck mal, ich guck mal. Nee, nicht, dass ich wüsste. Ich. Ja, wir gucken einfach gleich mal. Von der Gestaltung. Ja, sieht es aus wie eine 110 mit N-Wagen. Nächster Halt, Heidesheim. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Boah, ich weiß nicht, also ich kann das null einschätzen mit der Bremsung. Gerade auch, weil ich, wie gesagt, hier lange nicht mehr gefahren bin. Und ich weiß nicht, ob es zu früh ist oder zu spät, aber bisher haben wir eigentlich immer relativ in der Norm gebremst. Wir waren immer im Normbereich. Außer jetzt. Jetzt ist es wieder zu früh. Ja gut. 4 Minuten Verspätung ab. Heidesheim haben wir jetzt, glaube ich, 5 Minuten Verspätung. Leute, ich mache mal was Verbotenes. Wieder beschleunigen. Aha. Hier müssen wir mal ein bisschen rasanter bremsen. Ja. Ich glaube, das ist der erste Verbremser. Ja, es geht's. Machen wir einfach mal die Türe zu.
Wobei, es geht tatsächlich. Ja, so lange dürfen wir hier auch nicht stehen. Ja, dann haben wir hier wirklich 5 Minuten Verspätung. Ich werde nicht schlau daraus, was hinter uns steht, ne? Ich habe echt keine Ahnung, ja. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, da steht aber irgendwas von RB33. Ja, doch. Nee, jetzt muss ich einfach noch mal gucken. Ja, da steht irgendwas von RB33. Die hätte aber um 24 abfahren sollen. Aber nee, ich glaube nicht. Ich guck mal in Buttenheim. Wie gesagt, Urlaubbahn fällt jetzt aus. Demnach gewinnen wir hier wieder ein paar Sekunden. Ja, nein. Hier steht auch nichts von RE2 oder so, weil das ist der einzige Zug, der jetzt mir im Kopf einfällt, der vermutlich hinter uns sein könnte. Aber ich habe jetzt auch keine Lust, uns jetzt hier rauszuziehen. Und dann werden wir von, keine Ahnung, einer RB überholt. Und sind selber eine RB. Und ja, geil. Schleichen hinter einer RB hinterher. Naja, tun wir mal so, als hätten wir die Fahrgäste informiert, dass wir nicht in Urlaubbahn halten. Shit, ich habe vergessen, das Signal zu stellen. Wir haben hier immer noch Bodenheim Gleis 3, die Einfahrt. Wie gesagt, der Bahnhof ist einfach zu kurz, um hier Halt zu setzen. Wenn der aber jetzt an Heidesheim vorbeifährt, ja, dann ist das ein RE. Also, ich habe jetzt eh die Strecke vergessen, umzustellen. Jetzt fahren wir eh auf das Nebengleis. Und da werden wir dann einfach überholt. Also, jetzt ist es so oder so zu spät. So, wir haben jetzt wieder VL2-Ankündigung bestätigt. Und sehen im Display wieder die 60. Das heißt, wir bremsen ab auf die 60. Erstmal müssen wir unter 80 kommen. Dann können wir uns langsam auf die 60 runter schaukeln lassen. Nächste Station, Buddenheim. Aufstieg in Fahrtrichtung links. Und da bestätigen wir das VR0 für das HP0, das uns erwartet. Und da kommt uns auch wieder ein ICE entgegen. Ein IC, tut mir leid. Können wir die Dinger einfach EC nennen? Weil ein IC ist für mich weiß-rot. Auch wenn das jetzt im Jahre vor 2000 spielt. Der Ausstieg links. So, jetzt stellen wir uns aber mal das Signal wirklich nach Mainz. Weil uns jetzt auch kein Zug mehr überholen kann, weil die Strecke nur noch zweigleisig ist. So. Mainz 4A steht hier, aber da steht ein Zug, das heißt, wir weichen mal ab. Hier ist aber irgendwas grün gestellt.
Stell uns einfach mal böse hier hin. Auf Gleis 2. Okay. Der hält auch irgendwie nirgendwo. Das heißt, es ist gar nicht mal so schlecht, dass wir den jetzt vorbeiziehen lassen haben. Wäre jetzt aber böse, wenn irgendwas hinter ihm noch stecken würde. Ja, das würde uns dann wieder jetzt ein paar Minuten rein ziehen. Warte, wann sind wir hier denn angekommen? Um 52. Ja, okay, theoretisch hatten wir wieder 4 Minuten Verspätung von den 5. Oh, das ist aber auch echt schlimm hier einzusehen, ja. Nee, ich finde, man kann das null einsehen. Ob das Signal eigentlich steht oder nicht. Alter, bin ich doof? Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas gegrast kriegen. Das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Boah, wäre die Überholung jetzt noch Bestandteil gewesen dieses Bildes, wäre das, glaube ich, echt schön gewesen. Mal sehen, mal sehen. Ja, ich denke, jetzt ist die Fahrstrecke gestellt. Ruft man hier in der Regel den Fahrdienstleiter an, um zu wissen, ob die Strecke gestellt ist oder nicht? Weil ich kann mir nicht denken, dass hier kein Wiederholer ist. Das ist ja eine uneinsichtliche Kurve. Immer noch halt. Ach so. Ach so, Leute. Wir haben auch Gegengleisfahrt gehabt. Ja. Ich muss noch mal gucken, ob hier wirklich alles jetzt legitim ist. Aha. Nein, hier fährt er wieder im Gegengleis. Ich verstehe es nicht. Ich befreie mich diesmal, weil das diesmal ein Hauptsignal ist, ohne Vorsignalfunktion. Darauf spekuliere ich. Okay, das ist echt komisch. Hat mir nicht gerade Fahrt? Warum kriegen wir hier einen 500er? Da werde ich gezwungen und das einfach ohne Grund. Geben wir dir mal Lichthupe. Da müssen wir kurz.
Meine sehr verehrten Fahrgäste, wir haben jetzt unsere dritte Überholung hinter uns. Demnach haben wir jetzt Budenheim mit circa 6 Minuten Verspätung verlassen. Diese werde ich versuchen auf 4 Minuten bis Mainz Hauptbahnhof zu reduzieren. Demnach bitte ich nochmal um Verständnis und Entschuldigung. Wir erreichen alle in wenigen Minuten Mainz-Mombach. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und eine angenehme Heimreise. Nächste Station, Mainz-Mombach. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Leute, jetzt mach ich mal was Giftiges. Hebel on the table. Aber in Rückwärtsversion. Dann erreichen wir Mainz-Mombach wenigstens mit 5 Minuten Verspätung statt 7 oder 6. Okay, an diesem Bahnhof fahren wir, glaube ich, vor bis zum Schluss. Weil hier die zwei Hauptsignale stehen und unser hinterster Zugteil diese überfahren haben muss. Falls hier irgendwie der Fahrdienstleiter uns sagt, ja, halt, Strecke ist gesperrt, wir müssen zurücksetzen in die andere Richtung. Damit wir schon vorbereitet sind. Hier machen wir wirklich Stop and Go. Ja, 59 Ankunft. So. Ja, wie gesagt, jetzt haben wir sogar 7 Minuten gefressen. Ich kann jetzt maximal auf 4 reduzieren. Wie gesagt, upala. Meine Damen und Herren, wir erreichen dann in wenigen Minuten Mainz Hauptbahnhof. Diese Fahrt endet dort. Ich verabschiede mich von allen Fahrgästen, die dort aus- und umsteigen und wünsche Ihnen noch einen angenehmen restlichen Tag. Wir erreichen dann Mainz Hauptbahnhof mit rund 5 Minuten Verspätung. Ich bitte nochmal um klägliche Entschuldigung und Verständnis. War das eigentlich ein VR0 oder? Das habe ich jetzt gerade nicht gesehen, ja? Boah, das ist jetzt bitter. Ich meine, das ist ein V. Ja. Ich dachte mir gerade, hey, ich habe da doch gerade irgendwas Gelbes bestätigt. Und ja, wäre ich jetzt nicht runtergebremst, hätte ich hier auf jeden Fall das rote Licht, rote Signal überschritten. Nächste Station. Mainz Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr. Es besteht Übergang zur Stadtbahn. Diese Zugfahrt endet dort. Fahrgäste bitte alle aussteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ach krass.
Wir haben jetzt ZS1, ZS1 und ZS7 bekommen. Eins von beiden. Interessant. Somit haben wir auch alles durch, wirklich. Ja, wie gesagt, nachher in ZS, was war das jetzt? ZS1, ZS7, ein Zusatzsignal. Dürfen wir bei beiden Signalarten nur mit, wie nennt man das denn? Mit 40, VMAX 40 fahren. Wir fahren nämlich gerade auf Sicht. Das ist mutig, dass er uns dieses Signallicht hier gibt für die Einfahrt, weil unser Zug gerade so am Bahnhof steht. Ich mach erst die Türen auf, wenn hinten auch alles perfekt ist. Nein, ich. An sich ja, ist okay. Aber ich habe nicht gewusst, dass es so eng wird. Demnach fahren wir hier ein bisschen vor. Wir hätten uns theoretisch, nein, ich mache nur Spaß, aber das wäre die nächste Überholung gewesen. Hätten wir uns irgendwo noch eine Verspätung reingeholt. Und alles, was da hinten hinausgeht, geht in Richtung Frankfurt. Aber laut dieser Strecke kommen wir da auch gar nicht hin. So. Dann sind wir auch in Mainz angekommen. Heil und gesund. Fliegen wir hier kurz erstmal ein bisschen rum. Dann geht's auch gleich wieder zurück in Richtung Bingen. Oh, dann erwischen wir den IC hier noch. Ja, und mit dieser Wohltat erreichen wir dann auch den Mainzer Hauptbahnhof. Im Jahre 1995, also alles, was vor 2000 kam. Und ja, wir erreichen Mainz mit rund 5 Minuten Verspätung.
Das hat sich aber gelohnt, weil wir jetzt auch dadurch gesehen haben, wie es sich anfühlt, von drei Zügen überholt zu werden, obwohl das eigentlich eine planmäßige Fahrt ist, die auch so von den Zeiten her gegeben ist. Wie dem auch sei. Jetzt haben wir drei Überholungen gesehen und das ist auch was Schönes. Demnach sehen wir uns dann bei der nächsten Folge. Falls euch was aufgefallen ist, was mir nicht aufgefallen ist, schreibt das auch gerne in die Kommentare. Und wie findet ihr das eigentlich mit den Kommentieren von den ganzen Signalformen? Schreibt mir das auch gerne in die Kommentare, ob ihr daraus was lernt oder ob das ein bisschen zu viel Fachwissen ist. Demnach sage ich Peace out und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Euer Cold Magix.